Stufenmenü. Neue Stufe. Da gehen wir doch mal auf Gesundheit. Schießkunst. Na, die Schießkunst wird immer besser. Okay. Überspannen 2 von 5. Hey. So. Und zack. Schießkunst 22, erfordert 40. Erfordert 40. Erfordert 30. Ja, da warten wir mal lieber noch. Okay, dann wollen wir... Ich bin nicht nur ein Drachenblut, ich bin auch der Tarner, also lasst mich in Ruhe. So, ja, nein. Als das Kaiserreich sich dem Altmerigon... Manche sind aber auch hier. Wow. Ob wir jetzt unbemerkt ein Pferd stehlen können? Habt ihr euch schon als Söldner versucht? Ja. Vielleicht genau das Richtige für euch. Na klar. Bezahlt mich. Dann... Ah, da haben wir die Gute, die uns einfach mal hier verfolgt. Um uns zu helfen. Ah, die Drachenfeste verdankt ihren Namen dem ehemaligen Nordhelden Olaf Einauge, der seinen Feind, den großen Drachen Numinix, in den Mauern des Palastes gefangen hielt. Und das ist sein Kopf. Drachenelfenblut verleiht einem 50%igen Feuerwiderstand. Dunkelelfen wirken den Zorn der Ahnen, um kurzfristig in Feuer zu hüllen. Wenn ich es weggesteckt, steckt sie es auch weg. Sehr gut. Okay. Wir müssen jetzt mal kurz auf die Karte gucken. Nein, abbrechen. Da müssen wir hin. Markierter Ort. Na, das ist doch mal ein guter Weg. Da lang. Aber wieso ist es da markiert? Jetzt bin ich ein wenig verwirrt. Das wird eine Reise. Bam, 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 bam. Ich wollte falsches Lied, falsches Spiel. Woo! Gehen wir mal ganz kurz hier nochmal rein. Kräfte. Zorn der Ahnen haben wir aktiviert. Okay. Dass wir uns auch in Feuer hüllen können, wenn es notwendig ist. Dann laufen wir doch einfach mal hier lang. Mal sehen, was wir finden. Vielleicht finden wir was richtig Cooles. Das wäre natürlich richtig nice. Ich guck mal kurz. Na? Nicht ins Map. Auch nicht im Inventar. Quests. Den Weg der Stimme. Sprich mit den Graubärten. In höchster Not. Die goldene Klaue. Das müssen wir noch machen. Ursprünglichen Besitzer der goldenen Klaue. So, sprich mit den Graubärten. Da wollen wir doch mal. Dann Stein. Jetzt wäre so ein Pferd was richtig Feines. Kommt unsere Gute noch mit? Ja, sie kommt noch mit. Ob sie uns wirklich zu Hilfe eilt oder eilen kann, ist... Oh, Blumen. Oder Laub. Dann wollen wir mal mit den Graubärten sprechen. Wir sind hier, da ist die Drache. Oh, wir müssen ein ganz gutes Stück laufen. Abbrechen. Hey. Was ist denn hier?
sprich mit... Da müssen wir hin. Ach doch. Dann gehen wir erstmal hier hin und gehen quasi um den Berg herum. Wow. Okay, wir machen aber erstmal trotzdem das. Mal sehen, was da einfach auf uns wartet. So, dann können wir auch ein bisschen was sehen. Ah, nee, doch nicht. So ist irgendwie cooler, muss ich zugeben. Wie gesagt, wenn ihr es lieber anders sehen wollt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Auch wenn ich hier irgendwas übersehen sollte oder wenn ihr irgendwelche Hinweise habt, bin ich gerne dafür dankbar. Auch schon der Rose Fungus hat mir einfach mal einen netten Tipp in die Kommentare geschrieben, dass ich beispielsweise die richtige Kombination für das eine Rätsel... Oh, geil, oder? Ist das geil oder ist das geil? Entschuldige, dass ich die richtige Kombination auf dem, quasi auf der Drachenklaue an sich selbst finde. Loot. Was haben wir? Oh je. Nope. Nope. Zack. Hier, wir werden besser. Silberring. Sehr schön. Ach du Heiliger, das geht abwärts. Oh, Gott sei Dank. Geschafft. So. Hier scheint niemand zu sein. Aber es ist eine richtig... Also ich mag ja so eine scharfen Gegend, ne? Also, ne, das finde ich schon sehr gut. Hier liegen auch wieder Knochen rum. Gehen wir durch die Berge oder gehen wir außen rum? Wow! Wow! Oh oh, er hat uns gesehen. Er greift das mal gut an. Nice! Scheibenholig. Und wir wurden von dem Mammut geplättet. Ach Mann! Fürstin, die Macht der Fürstin in den Schlangen regeneriert sich deine Gesundheit, deine Ausdauer in bestimmter Zeit deutlich schneller. So ist richtig. Sehr cool. Gegen das Mammut haben wir also an sich noch keine Chance. Wow. Aber ich bin... Das war ja geil. Das ist erstmal ein Mammut. Ich muss sagen, das Mammut feiere ich sogar noch fast mehr als den Drachen. Stratzt sich einfach ein Mammut lang. Und ein Säbelzahntiger. Ich bin... Okay, jetzt dürfen wir zwar den ganzen Weg nochmal stratzen. Aber... Naja, was soll's. Wir können ja versuchen, das Pferd zu stehlen. Nee, nicht. Ich will es einfach nicht riskieren. Muss ich zugeben. Crank hat mir auch gesagt, dass dass die Pferde gar nicht so cool sein sollen, wie sie wirken. Und deswegen lassen wir das lieber sein. Das können wir auch zu Fuß laufen. Aber das war ja wohl voll cool. Der wurde einfach der Säbelzahntiger platt gemacht. Von diesem Mammut und dann hat's uns entdeckt und hat gesagt, wow, hey, was ist hier los? Ich warne euch. Zurück. Na, da schau an. Wir haben hier wohl einen Boden. Wow, wow. Wir nehmen Streikkolben. Das kann ich auch. Okay. Bisschen. Seid ihr zum Sterben bereit? Nein, bin ich nicht. Wo ist eigentlich? Sehr gut. Okay, du, meine Liebe. Oder sie, meine Liebe, kriegen diesen Nordbogen.
Haben wir sie geglättet? Scheint so. Ja, sie hat gleich ihren Bogen fallen lassen. Wie geil! Wie geil! Zwei saubere Schüsse, der eine voll Bam zwischen die Augen. Das bringt uns nicht wirklich was. Ja. Ne. Sehr gut. Haben wir die beiden denn doch geglättet? Zack, den sammeln wir auf. Wir können nicht mehr. Eisenschild. Das bringt uns ganz gut was. Bringt uns voran. So. Huch. Da ist die doch einfach mal fast durchsuchen. Ach, cool. Kannst behalten. Die werden allerdings, glaube ich, ihr Pferd jetzt momentan erstmal nicht mehr brauchen, oder? Haben die hier irgendwas Cooles? Da. Zack, zack. So. Na, das sieht doch mal cool aus. Okay. Okay, ja. Großer Sack. Dann würde ich mal sagen, die brauchen ihr Pferd ja nicht mehr. Sehr geil. Kommen wir vielleicht ein Stückchen schneller voran. Sie muss laufen. Denn ich bin ein Huskal. Nicht ein Huskal, ich bin ein Tane. Hat was, oder? Wir reiten durch die Prärie. Hier haben wir wieder die Knochen. Mal sehen, ob wieder das Mammut da ist. Aber ich glaube nicht. Vielleicht werden die einfach hier mal so random generiert. Den Wachturm vom Weißlauf entdeckt. Das heißt, wir müssten uns doch eigentlich hier hinporten können. Okay. Da haben wir also uns doch noch ein Pferd zu eigen gemacht. Und ein Hasen. Den wir jetzt erstmal nicht glätten möchten. Was ist das für eine Stätte?